Willkommen zu Wildnistag 7. Happy Birthday, Laura. Strick mal einen drauf. Ich habe gut geschlafen, bin vor dem Wecker pünktlich aufgewacht. Ich habe schon geduscht, wieder mal bei 14 Grad. Und Haare gewaschen. Und das war die... Also, oh mein Gott. Gut, aber es ist geschafft. Und eigentlich wäre heute ein Sporttag gewesen. Aber irgendwie kann ich mich dazu jetzt überhaupt gerade nicht mehr mitten, weil ich so Muskelkater habe. Also ich habe wirklich, was ist denn das hier alles? Ich habe wirklich total Bock auf Sport, aber ich habe so Muskelkater, dass, nee. Also habe ich mir nochmal Google Maps angeguckt und geschaut, ob ich nicht irgendwie einen schönen langen Gang machen kann. Weil ich auch glaube, dass das generell eine gute Idee ist, dadurch, dass ich gestern den ganzen Tag hier gesessen habe. Abends ist mir dann auch schon der Fuß eingeschlafen. Vielleicht mache ich lieber einen ganz langen Gang. Das ist zwar nicht ganz so kardiointensiv wie Sport, aber es reicht, um mein super Level des ich achte wieder auf mich Bewegungsdings hier zu erhalten. Und deswegen wollte ich mir nachher meine Barfuß-Wanderschuhe anziehen und einen langen Gang über die Weiden machen. So, ich glaube so 3,5, vielleicht knapp 4 Kilometer. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh, die Box ist voll. Vielleicht gehe ich auch später noch was Frisches zu essen einkaufen. Muss ich mal schauen. Ja, möglicherweise kommt morgen Großmutter Newman her, beziehungsweise ich hole sie her. Ja, ansonsten bin ich erstmal so ganz gechillt in meinem 38. Lebensjahr. Es ist wirklich jedes Jahr dasselbe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich bin. Ich bin 83 geboren. Ihr könnt es euch ausrechnen. Ich bin irgendwie zu blöd dafür. Ansonsten kann ich berichten, dass mein Freund insgesamt mit dem, was ich mir jetzt so zusammen erdacht habe für Band 3, erstmal soweit einverstanden war und wir das vorsichtig auf uns zukommen lassen. Ich muss, wie gesagt, noch einiges wieder aufarbeiten. Aber technisch gesehen wären wir also auch irgendwie ein bisschen schreibbereit. Da will ich mal gucken, ob das heute schon was wird. Oder ob ich mir heute zur Feier des Tages frei nehme. Oh, ich bin auch schon, das kann ich euch auch mal zeigen, relativ weit mit dem Schnuffel hier. Das wird das neue Primavera-Top. Die Wolle ist echt schön, also mit diesen kleinen Punkten. Das finde ich echt süß. Musste ich jetzt tatsächlich ja nochmal nachbestellen. Apropos bestellen, vielleicht gehe ich heute einfach mal in ein Geschäft. Hier soll irgendwo in der Nähe so ein neuer Drödel-Rödel-Laden, Wohlstandsmüll, wie mein Vater immer gern sagte, aufgemacht haben. Oder ich wollte auch nochmal in so ein Billig-Einrichtungsding, da hätte ich auch Bock drauf. Vielleicht mache ich das nachher. Da kann ich nämlich auch nochmal nach den Rollos gucken. Mama und ich waren uns einig, dass 160 Euro ein bisschen, also es ist an sich, so eins der Rollos kostet ein 20, es sind keine teuren Rollos. Das Problem ist aber halt, es sind ja so viele. Und irgendwie dafür, dass die in 2 Jahren wieder komplett vergibt und verklebt sind hier. Deswegen wollte ich nochmal mich so ein bisschen in der Gegend umschauen. Vielleicht gibt es ja irgendwie so Discount-Crap. Gut, wünscht mir einen schönen Geburtstag. Ich glaube, ich habe meinen Geburtstag noch nie alleine verbracht. Noch nie. In meinem ganzen Leben war ich, glaube ich, an meinem Geburtstagstag noch nie alleine. Dass es doch immer noch solche Premieren gibt. Selbst in meinem einsiedlermäßigen, einsamen, asozialen Leben. Ich habe schon vieles alleine gemacht. Ich bin zahlreiche Male alleine in Urlaub gefahren. Ich fahre sowieso ständig irgendwo alleine hin und bin da alleine. Aber an meinem Geburtstag war ich noch nie alleine. Ich hoffe, das Eichhörnchen kommt noch vorbei, dann kann ich wenigstens mit jemandem unterhalten. War übrigens eine super schön geschriebene Szene in meinem Hörbuch. Und da geht es irgendwie um so einen Auftragsfolterer. Und er geht irgendwie auf seine Terrasse und sein Bewegungsmelder-Flutlicht geht an und leuchtet voll auf ein Eichhörnchen, was mitten auf der Rasenfläche sitzt. Und dann schreibt der Autor so, das Eichhörnchen erstarrte und wappnete sich innerlich für die kommende Katastrophe. Das fand ich irgendwie gut gemeint. Genauso wie in dem Video, was ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet habe, wo dieses Eichhörnchen so bop, bop, bop. Und dann sieht es mich und hält es an so.
Das fand ich gut. Gän, was für ein träger Geburtstag. Ich bin so richtig super. Also ich habe ein bisschen gestrickt, ich habe noch ein bisschen am Plot gearbeitet, habe jetzt was zum Mittag gegessen und werde ich jetzt einen 3 bis 4 Kilometer Gang über die Weide wagen. Weil ich muss mich jetzt auch aufwärmen. Also ich bin so unterkühlt. Ich merke schon, dass ich so richtig in Schlafstarre falle, weil mir so kalt ist. Und sogar schon über das Zittern hinaus. Das heißt, ich laufe mich jetzt ein bisschen warm und danach muss ich dann mal gucken, ob ich vielleicht noch einen kleinen Ausflug mache, vielleicht irgendwo hinfahre, in ein Geschäft fahre oder so. Mal schauen, aber erstmal bewegen. Minuten, 240 Kalorien. Ich bin. Oh mein Gott, aber ich werde jetzt trotzdem direkt weiterfahren zu so einem, na hier, so einem Dings, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, so einem Tüdelladen für billig in Dekokrams Zeug. Und schaue mich da mal um. Wenn man schon mal auf den Beinen ist. So, dann kann man jetzt auch nicht behaupten, dass ich hier wieder nur 3 Tage lang bei Regen drin gesessen habe, sondern tatsächlich was gemacht habe aus meiner Zeit. Au, mein Arm, ihr seid zu schwer, ich muss euch hin. Ich muss aufhören. Tja, neuer Teppich für die Küche. Läuft. Und alle Rodos habe ich auch bekommen. Sochen, jetzt gibt es eine extra heftige Stärkung. Ein monströser Salat, in dem sogar auch Ziegenkäse drin ist. Und ein Brötchen mit dem Rest der Kräuterbutter. Da habe ich schon das Dressing zubereitet. Und auf den Salat kommen noch die Garnelen. Ich gebe mir also richtig Zunder. Und zwar, weil ich ja weiß, dass ich heute nicht den ganzen Tag so auf dem Stuhl sitzen werde da, sondern dass ich unter Garantie mindestens ein Rollo anbringen werde und diesen Teppich hier noch auslegen werde. Das heißt, ein klein bisschen von meiner ganzen Schlemmerei werde ich dann ja auch noch wieder abarbeiten. So, jetzt geht's hier an die Wurst. Jetzt gibt's hier richtig lecker Essen. Okay, ich werde jetzt mich von diesem hier verabschieden. Ich habe keine Ahnung, was ich dann mit dem mache und wie ich den und wohin. Na gut, erstmal gucken überhaupt, ob der Neue hält, was er verspricht. Vielleicht muss er ja doch wieder einziehen. Ich räume jetzt hier alles rum, fege nochmal vorsichtshalber durch, obwohl ich das gerade eigentlich erst gemacht habe. Und dann darf der Neue dahin und sich erstmal platt liegen. Ja, nun ist die Frage, hell oder dunkel? Es ist ein Wendeteppich, man kann beide Seiten benutzen. Also wenn man jetzt so in die Küche guckt, hell ist schon ganz schön schreiend, glaube ich. Schwer zu sagen, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich finde irgendwie, dass die helle Seite so ein bisschen aussieht, als würde der falsch rumliegen. Ich drehe den mal um. Ich finde so, ich meine, es ist ja immer noch sehr hell, also vor allem so im Kontrast zu dem Fußboden. Ich glaube, so rum ist besser. Glaube ich. Ach, ich bin mir so unsicher. Aber ich glaube, der ist fast genauso groß wie der alte. Und ich glaube, längs funktioniert gar nicht, ohne dass da wieder die Möbel draufstehen müssten. Und mich hätte immer so ein bisschen gestört, dass die Stühle da mit einem. Ah, doch, es könnte gehen. Ha! Mal gucken. Weil dann könnten nämlich die Stühle mal nicht mehr auf dem Teppich stehen. Das fand ich immer irgendwie so inkonsequent. Ja, okay, längs würde passen. Weil dann stehen nämlich die Stühle da. Meine Turnschuhe hier immer noch auf dem Tisch. Keine Sorge, das sind nur drin Schuhe da. Die haben noch nie die Straße gesehen. Also dann würde. Könnten nämlich endlich mal die Stühle auf dem Holz stehen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt nicht fast wieder zu symmetrisch ist. Da hinten muss der sich natürlich noch ordentlich ausliegen. Der ist ja noch ganz wellig überall. Also so. Ach, das sind aber auch immer schwere Entscheidungen. Ich habe
habe jetzt mal diverse schwere Dinge da drauf gestellt, damit er sich erstmal eingroovt und dann gucke ich jedes Mal, wenn ich jetzt in den Raum gehe, einmal, wie es so ist. Ich finde, er harmoniert sehr gut mit dieser Kissenbank. Also die ist mir hier unten im Moment schon wieder zu voll. Ich meine, die zwei Farbeimer kommen jetzt eh wieder in Schuppen. Die Gießkanne ist halt neu, die hatte ich von zu Hause mitgebracht. Der Kartoffeltopf gehört dahin. Aber insgesamt ist das schon wieder, es war so schön frei, da muss ich mir auch noch mal was überlegen. Naja, und jedes Mal, wenn ich jetzt reinkomme, gucke ich mal drauf und gucke, ob ich so damit leben kann. Weil ich glaube, die helle Seite wäre zu schreiend. Das ist, glaube ich, schon ganz gut so. Etwas weniger sozusagen. Ah, ja, sehr gut. Ich habe gerade alles aus dem Auto geholt. Ich war erst so ein bisschen unsicher. Ich war mir nicht sicher, wie weit diese Wand nach da reicht. Ob man sich überhaupt von Weitem anschauen kann. Aber das funktioniert und dieser Spiegel ist genauso groß, dass wenn ich den an die Wand hänge, dass kleine Menschen wie ich sich erkennen können. Also alle Frauen in meiner Familie, bis auf meine Cousinentante, die ist ein bisschen größer. Aber gut, 15 Euro, also muss ich natürlich auspacken, da ist jetzt Folie drauf und dann kann der dahin. Und dann kann man sich sogar im Ganzen sehen, das erste Mal in 50 Jahren. Ha! Und hier sind die ganzen Rollos. Ich habe gerade ein bisschen Magenprobleme, bekomme richtig Bauchschmerzen. Das ist der Salat. Das habe ich manchmal, wenn ich tatsächlich jetzt nicht so viel gegessen habe über den Tag und überhaupt so ein bisschen diätig bin. Und dann so Salat, so auf dem nüchternen Magen, das bekommt mir nicht so richtig, das tut es richtig weh. Also da ist einfach so ein unangenehmes Gefühl, da passiert jetzt nichts mehr. Es tut einfach so eine Weile weh und hört dann wieder auf, das kenne ich schon. Aber ja, jetzt gerade nicht so in Anbohrstimmung. Vielleicht kommt das gleich noch. Vielleicht gebe ich mir noch eine Folge Lost. Ach, Lost. Oh mein Gott, ich bin so fertig. Es ist noch gar nicht so spät. 20 vor 10. Aber ich glaube, der Weidegang heute hat mich echt... Danach war ich auch schon so müde. Und jetzt noch diese Bauchschmerzen. Auf jeden Fall bin ich jetzt total fertig. Und werde einfach ganz pünktlich ins Bett gehen. Morgen hole ich Großmutter Newman her. Wir fahren erst noch Blumen kaufen und mit so einer Freundin von ihr. Und dann fahren wir hier raus. Und dann schaue ich mal, also es soll wohl vormittags ein bisschen rumregnen, aber dann glaube ich nicht mehr. Und dann schaue ich mal, dass ich anfange, den Zaun zu streichen und mein Auto mal zu waschen vor allem, was immer so super sinnlos ist in diesem ganzen Regen. Aber das hat es einfach so nötig und vor allem auch muss ich es mal richtig sauber machen, auch so von innen und alles. Also ist jetzt nicht so, dass ich so jemand bin, wo irgendwie immer McDonald's-Tüten im Auto rumliegen, das nicht, aber es ist so staubig. Und also das, so in den Türritzen, wo die Gummis und alles sind, ist halt auch schon bei Grünspan und so. Ich muss unbedingt dieses Auto sauber machen. Okay, also das war's von meinem Geburtstagstag, der ja letztlich nur in eine Shopping-Orgie ausgeufert ist. Aber ich muss sagen, ich fand es eigentlich ein ganz schöner Tag. Dafür, dass das Wetter so, also so mittel war, so kalt war und man jetzt hier nicht so einen Sommertag hatte, fand ich eigentlich was ganz gemütlich. So, alles war dabei. Also der Morgen war nett und selbst das Haarewaschen war okay, trotz der Kälte. Und dann der Weidegang und Shopping und Salat, bevor der Magen durchgedreht ist, war auch gut. Zwei Folgen Lost. Gestrickt habe ich jetzt nicht mehr, weil ich echt total durch bin. Ich finde es ganz gut. Ich muss mich jetzt nur in diesen riesigen Teppich da reingucken. Und dann habe ich jetzt ja die nächsten Tage noch damit zu tun, die Rollos aufzuhängen. Und den Spiegel. Oh Gott. Oh, okay, ich gehe jetzt ins Bett. Vielen Dank, dass ihr bei meinem Geburtstag Gäste wart. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Vielleicht setze ich morgen mal mit Film einmal aus. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Wir wollen ja auch aufpassen, dass es nicht wieder 40 Videos werden am Ende. So viel, wie ich hier immer rumlabere in meinem Bedürfnis, mich mit irgendwem zu unterhalten. Okay, macht's gut.